Der 11-jährige Takuma Nagamiya beherrscht Karate wie kein anderer in seinem Alter. Er ist diszipliniert, mental stark und kann mit Tritten, Schlägen und Stößen so richtig gut umgehen. Bei der Kata kämpft man nicht gegen einen menschlichen Gegner, sondern gegen einen imaginären Feind. Das Trainieren des Geistes, des Charakters und der inneren Einstellung sind Hauptziele im Karate. Die fernöstliche Sportart hat so manchen in seiner Persönlichkeit verändert. Es fördert die Konzentrationsfähigkeit. Man hat einfach die Ruhe und die Geduld, um wirklich an Dingen dran zu bleiben und zu lernen. Und natürlich lernt man auch umzugehen mit Angst, mit Nervosität, mit Erwartungen. Also es ist schon viel dabei, was man lernen kann. Naja, Kumite ist ein Kampf Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau. Und es werden Techniken mit voller Energie durchgeführt, die müssen allerdings kontrolliert werden. Es ist ein leichter Kontakt zum Körper erlaubt, zum Kopf ist ebenfalls ein Kontakt erlaubt, allerdings darf der zu keiner Verletzung führen. Wer im Rahmen des Energie-AG-Cups und bei der Shownight mit dabei ist, gehört quasi zu den Besten. Ich hätte nicht einmal gegen die 11-jährige Kämpferin gerne antreten wollen. Und es ist wirklich beeindruckend, wie man mit Technik, Gewicht und Kraft und so weiter wettmachen kann. Klaus Fröhlich beherrscht auch die traditionelle und seltene Kampfkunst Kobudo. Die Bo-Waffe, also dieser Stab hier, das war früher einfach ein Wanderstab von okinawanischen Bauern, denen es verboten war, Waffen zu tragen. Und die mussten sich tendenziell gegen einen bewaffneten Angreifer verteidigen, der meistens ein Schwert hatte, und konnten da auf diese alltäglichen Gegenstände zurückgreifen. In den Wettkämpfen zeigt sich, wer die Nase vorn hat. Mit der Zeit lernt man die Gegnerin kennen und studiert sie auf jeden Fall, um taktisch vielleicht Vorteile herauszuholen. Und ja, somit hat man dann sicher gewisse Vorteile, wenn man die Gegner kennt. Bettina Blank hatte wohl ihre Gegnerin richtig eingeschätzt und siegte im Kampf gegen die Japanerin Kanae Nagamiya. Österreich gewinnt den ersten Platz im Kumite, dicht gefolgt von Tschechien und Japan. Nun heißt es, fest weiter trainieren, um bei der Karate-Weltmeisterschaft 2016 einen Stockerlplatz zu bekommen.